Herzlich willkommen auf meinem Multikulti-Channel, ich bin Sauer Laser und heute gucken wir uns den Hookzeller an. Sorry, den hatte ich sehr, sehr lange nicht mehr in Benutzung. Der ist also dementsprechend ein bisschen staubig. Müsste ich auch mal wieder putzen, wobei ich sagen muss, dass die K.O. mittlerweile am Ende ist. Das war ja mein erster Ansmann, so gesehen. Mein erster Monster, also ja, das war mein erster Ansmann-Wagen. Und zwar ist das ja der Hookzeller. Und Hookzeller fand ich damals schon ansprechend vom Namen, aber Ansmann hatte auch dieses Talent, diese Autos so geil zu promoten, finde ich. Also die Verpackung, ihr müsst mal die Ansmann-Autos suchen und dann einfach mal Hookzeller eingeben und euch das Bild angucken mit dem Schwein. Das wurde einfach übelst geil vermarktet. Irgendwie, weiß ich nicht. Alle Ansmann aber auch, ne? Den Virus 2 mit dem Totenkopf, der Terrier mit dem Wolf und so. Einfach nur geil. Fand ich richtig cool. Und ja, der Preis war dementsprechend aber auch sehr gut, muss ich sagen. Für das, was die Autos können, muss ich sagen, ist der Preis wirklich optimal. Ja, genug geschwärmt. Kommen wir zum Hookzeller. Der Hookzeller, die Karo, ist nicht so der Burner. Also die nachfolgenden Karos sind besser, aber bei der Karo, wobei sie auch ziemlich fett ist, also wir haben hier glaube ich auch 1,5 Stärke, ist diese Karo aber sehr anfällig. Also hier, ja, die ist mir ziemlich schnell gebrochen hier vorne, auch hier hinten an der Halterung. Gut, er ist auch aufs Dach geknallt, kann natürlich mit Verschuldung sein, könnte auch eventuell mal bei allen anderen Karos passieren. Aber die ist mir ziemlich schnell kaputt gegangen, auch hier vorne. Hier vorne war eigentlich noch so ein längeres Stück. Hier war noch so eine Haube, die ging so runter. Und da bin ich nur einmal gegen den Sandberg geknallt und dann sofort weggesplittert. Nee, das war sogar in der Probefahrt oder in der Testfahrt, wo ich den 32er neu hatte, glaube ich. Könnt ihr sogar auf meinem Kanal gucken. Da bin ich irgendwie gesprungen, dann ist er irgendwie vorne aufgeknallt, hat einen Überschlag gemacht und war hier gleich alles weggebrochen. Da hat der hier überhaupt nicht geholfen, der Bumper vorne. Also hat überhaupt nichts gebracht. Ja. Dann ist sie mir hier gebrochen, da habe ich schon geklebt. Wie wir sehen, ist sie hier einmal durchgebrochen. Das habe ich schon geklebt mit Sekundenkleber. Ja, die Karo ist nicht so gut. Ja, wie gesehen, seit der letzten Fahrt auch nicht mehr gereinigt. Ich muss echt mal die Autos reinigen, aber ich komme einfach nicht dazu. Das ist echt keine Ausrede. Ich habe einfach keine Zeit. Hier ist sogar noch weißer Sand in der Box drin. Wahnsinn. Ich habe einfach keine Zeit. Ich komme einfach nicht zu. Momentan habe ich mit meinem Hobby wenig zu tun. Ich habe echt nur meinen Quadrocopter in der letzten Zeit begutäugelt und bin geflogen. Ansonsten hatte ich echt keine Zeit. Ey, das ist echt krass. Ich muss mich echt mal um die Autos kümmern. Ja, muss ich reinigen. Keine Frage. Ja, wir haben hier den Hookzeller. Ist Monster Truck. Ich finde ein ziemlich geiler Monster Truck. Wir haben hier Höhe, meine ich. Und ist wirklich top. Also von der Höhe her richtig geil. Geht auch runter bis zum Boden. Also wirklich hammergeil gemacht, das Teil. Wirklich super. Die Reifen sind, naja, ich finde sie eigentlich ziemlich gut. Sie halten bis jetzt immer noch. Also es sind immer noch die ersten Reifen, die drauf sind. Und ich finde die sehr gut. Aber das Ganze hier ist ein bisschen wackelig, wie ihr seht. Das ist auch den Achsen zu schulden. Die sind wirklich ein bisschen schwammig. Ja. Was gibt es Negatives zu dem Hookzeller zu sagen? Negativ. Die Stoßdämpfer sind eigentlich ziemlich gut vom Hookzeller, aber wurden nach einer Zeit ziemlich labbrig. Die habe ich ausgetauscht gegen blaue von Wheelie, glaube ich. War nicht teuer, waren ziemlich günstig und mit denen federt er richtig geil. Also mit denen hat er wieder ein richtig geiles Federbild. Und auch nicht zu schnell. Hier vorne geht es ein bisschen zu schnell hoch. Da müsste ich mal das Silikonöl wechseln, weil das geht mir hier zu schnell. Seht ihr das? Aber hinten ist eigentlich in Ordnung. Hinten kommt er schön sanft wieder hoch. Vorne müsste ich mal ran. Was gibt es noch Negatives zu sagen? Ja, Schrauben lösen sich an dem Auto regelmäßig. Die Motorhalterung löst sich regelmäßig nach jeder Fahrt. Das ist einfach die Vibration zu schulden. Egal ob Schraubensicherung oder nicht, die lösen sich. Genauso hier die kleinen Imbusschrauben. Oder Mahnschrauben, besser gesagt. Hier kann man das sehen. Die kleinen Mahnschrauben, die hier dran sind. Die lösen sich auch regelmäßig. Hinten und vorne, nach jeder Fahrt. Also die muss man immer nachziehen. Habe ich auch schon so viel Schraubensicherung reingejagt. Hat einfach keinen Sinn. Ja, was noch? Was habe ich noch Negatives an dem Hookzeller? Die Karte, also der Antriebsstrang selber ist sehr stabil gebaut wieder. Ich betreibe das Ganze hier mit einem 32er und schon ziemlich lange. Und wie wir sehen, sind hier die Buchsen auch noch nicht ausgeschlagen, großartig. Seht ihr das?
Ist immer noch der allererste Antriebsstrang, da habe ich nie was gewechselt. Was mir mal passiert ist, er ist mir mal volle Kanne am Anfang gegen Kannstein geknallt, da musste ich hier einen Träger austauschen. Das hat mich 5 Euro gekostet. Ne? Ja, war aber auch durch Eigenverschulden. Ja, hat mich 5 Euro gekostet und dann war das Ding wieder heil. Oder war das hinten? Ich weiß gar nicht mal, ob hinten oder vorne. Ansonsten hier... Von der Lenkung her, muss ich sagen, haben sie hier viel, viel, viel besser gearbeitet. Also die Lenkung hier ist richtig geil gemacht. Und zwar ist das hier befestigt in dem Sinne, die haben hier dieses Stück auf den Lenkträger befestigt und dann hier extra eine Stange gemacht. Und das funktioniert hier so gut und so einwandfrei. Also die Lenkung hier am Hockzilla haben sie wirklich geil gemacht. Wir haben hier fast kein Spiel, nur ganz minimal. Also man hört nur ganz leichtes Klacken. Hört man das? Also das haben sie wirklich geil gemacht. Die Lenkung ist wirklich super. Die funktioniert auch einmal frei für so ein großes Fahrzeug. Hier braucht ihr aber wirklich ein starkes Servo. Also geht ihr hier mit einem zu schwachen Servo ran, brennt euch regelmäßig die Servos durch. Das ist mir in der Vergangenheit immer wieder passiert. Hier sind Bluebirds dran gestorben. Das glaubt ihr gar nicht. Ich glaube 4 oder 5 Bluebirds habe ich hier auf den Friedhof geschickt mit dem Auto, weil das einfach, weil die immer zu schwach waren. Also ihr braucht hier 15 Kilo aufwärts. Ne? Ansonsten könnt ihr das echt knicken. Die verrecken euch hier sonst regelmäßig. Ja, der Hockzilla, den habe ich auch null Tuning gemacht, aber wir haben hier auch wieder das Stabilisierungsset, wie wir sehen. Das war eigentlich bei Ansmann immer standardmäßig dabei. Den hatte ich auch zum Aufbau, also es war auch ein Aufbaumodell und hat mir sehr viel Spaß gemacht beim Aufbau. Ansonsten weitere Schwachstellen habe ich bis jetzt noch nicht gefunden, aber der hat wie gesagt auch keine 6 Meter Sprünge hinter sich. Also kann ich in der Hinsicht auch nichts sagen. Ich bin mit dem immer ganz normal gefahren. Normale Sandhügelsprünge etc. Ne? Also nichts Extremes, weil das Extreme hat mich sowieso nie großartig interessiert. Ja, ansonsten auch ein sehr tolles Auto. Bis jetzt keine großartigen Beschädigungen. Hat bis jetzt immer alles gut funktioniert. Die Reifen mussten gut verklebt werden. Haben bis jetzt auch immer noch gehalten und halten bis jetzt immer noch ganz gut. Und ja, ich finde den Monster Truck eigentlich ziemlich geil. Was ich mal machen werde, sind hier, wenn er nicht sogar verkauft wird, weil ich hätte auch mal Lust auf einen neuen Monster Truck, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auf einen neuen Monster Truck habe ich eigentlich schon die ganze Zeit Bock. Problem ist, warum ich mir noch nie oder bis jetzt noch keinen geholt habe, ist, weil der Hockzilla hier noch ist. Und der Hockzilla wird wohl auch verkauft. Ja, mit... ohne Motor, also auch als Roller, nur ohne Motor, weil meine Motoren, die gehören mir, die habe ich gebraucht und ich mag es nicht, gebrauchte Motoren zu verkaufen. Deswegen, ich kaufe selber auch keine gebrauchten Motoren. Also Motor kommt raus, egal ob er noch funktioniert oder nicht. Der Hockzilla wird als Roller auch verkauft. Er kriegt von mir eine neue Karo auf Magnethalterung, weil die hier ist hinne. Die werde ich zwar nochmal putzen und ja, vielleicht kann derjenige die zum Bashen benutzen. Naja. Von mir kriegt er die Torch Karo. Ich hole die mal kurz. In Rot aber. Ich habe sie jetzt hier nochmal in Grün. Aber er wird sie in Rot kriegen. Ja. Und dem werde ich die Rote geben. Wobei das ziemlich bescheuert aussieht. Mit dem offenen Arsch hier hinten. Das sieht echt dämlich aus. Aber, na gut. Besser als keine Karo, würde ich sagen. Und das geht ja auch noch, finde ich. Kommt absolut noch gut rüber. Und da wird er von mir die Rode wohl kriegen, weil die Grüne gehört mein Torch. Und ja, besser als keine Karo, denke ich mir. Und dann werde ich die Magnethalterung dran lassen und werde die auf die rote Torch-Karo übertragen. Und ja, dann wird er auch nochmal komplett sauber gemacht. Die Differenziale werden überprüft, nochmal neu gefettet und alles. Und ja, dann wird er auch weggehen. Weil, wie gesagt, ich würde gerne mal was Neues haben. Ja. Und die Sachen nehmen mir einfach den Platz weg, weil die Geräte hier sind riesig. Das war's zu dem Hockzilla. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, großartige andere Schwachstellen habe ich nie feststellen können. Die Kugellager hier dementsprechend haben bis jetzt und bis heute durchgehalten. Laufen dementsprechend auch noch sehr gut, wie wir sehen. Wenn ich hier das Rad, ich drehe jetzt hier mal das Rad und dann seht ihr, da läuft alles sehr flüssig. Das hier damit ist halt nur die Glocke, die das komische Geräusch produziert. Ja. Wie gesagt, wird auch als Roller verkauft, wie gesagt, nach Reinigung und alles. Und ich werde das auch nochmal ankündigen, wenn das Ganze bei eBay stehen sollte. Ja, wenn ihr das natürlich möchtet, ansonsten lasse ich das. Ja, das war's zum Hockzilla. Wie gesagt, ein Riesenteil, nimmt mir super viel Platz weg. Und ja, mal schauen. Gut, das war's zu dem Review zum Hockzilla. Ich bin's, euer Laser. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ciao!